Hallo und willkommen zu der nächsten Folge von Zu fremden Gestaden. Wir arbeiten noch immer den Sammelband Die Kelten ab und das führt uns an verschiedene Orte in Europa, zumeist vor der Leinwand des Ersten Weltkriegs. Und der Zeitpunkt ist das Jahr 1917 und der Ort dieser Geschichte ist Irland. 1917 war eine bewegte Zeit in Irland. Die Briten hatten den Iren die Unabhängigkeit versprochen, was allerdings vorerst ausgesetzt wurde für die Dauer des Ersten Weltkriegs. In der irischen Unabhängigkeitsbewegung gab es nun Kräfte, die das nur für eine Hinhaltetaktik hielten und letztendlich auf eine sofortige Unabhängigkeit pochten. Diese ließ dann noch 3 Jahre auf sich warten und wurde wegen Nordirland dann von vielen als unvollständig wahrgenommen. Hier in diesem Jahr 1917, als Corto Maltese sich in Dublin aufhält, befinden wir uns in den Geburtsmomenten der Irish Republican Army, der IRA. Allerdings besteht innerhalb der irischen Bevölkerung eben keine Einigkeit, da hier die protestantischen und damit auch England zugeneigten Kräfte mit den katholischen und antibritischen Bewegungen aufeinanderprallen, was dann letztendlich 3 Jahre später die Spaltung Irlands in 2 Blöcke zur Folge hat, etwas, das bis heute andauert. Die Geschichte beginnt extrem atmosphärisch und wie viele Geschichten von Hugo Pratt erstmal ohne Worte. Hier wird auch sichtbar, wie sehr Hugo Pratt eine filmische Bildsprache liebte. Die Paneele muten an wie ein Storyboard zu einem Film. Es ist auch eine sehr atmosphärische Eröffnung, neblige Nacht. Hugo Pratt hatte seine eigene Art, Nebel zu zeichnen, indem er die eigentlichen Tuschezeichnungen zerkratzte. Interessant ist auch, dass Pratt hier bewusst Abstand davon nimmt, irgendeine malerische Ansicht von Dublin zu zeichnen. Das ist alles sehr alltäglich und bewusst reizlos gemacht. Im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit ist dieses Gesucht-Plakat, wo eine Belohnung ausgesetzt wird für einen gewissen Pat Finnegan. Corto Maltese findet sich wieder einmal zwischen den Fronten wieder. Das hier ist eine hervorragende Sequenz. Hugo Pratt liebte es, starke Frauen zu zeichnen und beim irischen Unabhängigkeitskampf hätte er sich natürlich nicht nehmen lassen, eine solche Gestalt zu kreieren, die Revoluzzerin Banshee O'Dannon. Die Briten würden natürlich eher den Ausdruck Terroristin verwenden. Und das ist natürlich das zentrale Thema dieser Kurzgeschichte. Des einen Freiheitskämpfer ist des anderen Terrorist. Eine Dichotomie, die wir Menschen bis heute nicht einmal ansatzweise aufgelöst haben. Interessant ist, dass Corto Maltese zurückbleibt, während die Oxys, also die pro-britischen Armeeteile, herannahen. Da sind gleich 2 wichtige Details im Spiel. Zum einen sind das hier keine Briten, sondern eben Auxiliares und somit Iren. Diese Paramilitärs würden sich 3 Jahre später vermutlich über die neue Grenze nach Belfast in Nordirland verlagern, aber hier werden sie eben zur Counter-Insurgents eingesetzt. Der 2. interessante Punkt besteht darin, dass Corto ihnen relativ gelassen begegnet. Sie lassen sich seine Papiere zeigen und fahren dann weiter. Das ergibt allerdings Sinn, weil Corto, und das kommt in diesen Büchern nicht oft zur Sprache, ist eigentlich britischer Staatsbürger. Deshalb kann ihn dieser Major O'Sullivan nicht so recht einschätzen. Nettes Stück Dialog hier, typische Hugo Pratt und Corto Maltese Situation. O'Sullivan sagt, sie hatten Glück, sie hätten heute Nacht sterben können. Und Corto sagt darauf, keineswegs, ich habe meinen Todestag noch nicht festgelegt. Typischer Corto One-Liner. Hier ist eine großartige Profilzeichnung mit einem patriotischen Sinn Féin Graffiti an der Mauer. Hugo Pratt hat hier viel Spaß mit dieser melancholischen, etwas düsteren Atmosphäre. Man könnte nun eine echte kunsthistorische Debatte darüber führen,
ob Hugo Pratt hier zu sehr gewisse irischen Stereotypen oder Klischees heraufbeschwört, indem er die ganze Geschichte in dieser äußerst melancholischen, lakonischen Stimmung zeichnet. Allerdings ist es mit den Klischees so eine Sache. Sie sind ja nie so richtig falsch. Ein Teil dieser Atmosphäre ist auch die Jahreszeit. Hugo Pratt macht deutlich, dass das hier ein kühler Herbst ist, bei dem der Wind das braune und rote Laub aufwirbelt. Visuell eine wundervolle Idee. Diese Geschichte ist auch nicht überladen mit Exposition. Wir wissen erst einmal nicht, weshalb Corto Maltese nach Irland gekommen ist und was ihn derartig an Pat Finnegan interessiert. Er findet seinen Grabstein auf dem Friedhof. Die Wanted-Plakate waren also Old News. Das Grab ist neu. Es steht Fäner drauf, was ein Hinweis auf Na Fäinne Éireann ist, eine kämpferische Jugendorganisation, die der Sinn Féin nahestand. Nun wird Corto zu einem nächtlichen Treffen bei Bier und Musik mitgenommen. Es wirkt alles sehr konspirativ. Pat Finnegans Bruder Sean ist dort, die beiden kennen sich und Corto wird den anderen als Verbündeter der Sinn Féin vorgestellt. Nun erfahren wir, dass er in Wirklichkeit seit einiger Zeit Waffen nach Irland an die Sinn Féin und die IRA liefert. Corto erfährt auch, dass Banshee O'Dannon Pat Finnegans Witwe ist. Nun taucht Major O'Sullivan auf, was allen aufstößt, doch niemand traut sich dagegen etwas zu unternehmen. Aber ich finde, Hugo Pratt gelingt es hier hervorragend, die situationsbedingte Atmosphäre einzufangen. Sean Finnegan lässt sich von O'Sullivan sogar ohrfeigen. Sie wissen, dass die Briten brutale Vergeltungsmaßnahmen umsetzen würden, wenn sie diesen hohen Offizier einfach umlegen. Außerdem erkennt man, dass die sich alle untereinander kennen. O'Sullivan stammt von hier und die meisten kennen sich vermutlich seit ihrer Kindheit. Ich will nun nicht die ganze Geschichte erzählen. Corto und Banshee haben eine recht sentimentale Unterhaltung, die von einem britischen Armeepolizist unterbrochen wird, den Banshee kurzerhand erschießt. Das ist ein Problem, aber Corto passt sich der Situation an und nimmt des toten Mannes Uniform. Er hat einen Plan. Währenddessen erleben wir eine Szene in Dublin Castle. Und hier offenbart sich das zweite Motiv dieser Geschichte, und zwar, dass das wahre Opfer keine Anerkennung kennt. Das mag nun an dieser Stelle ominös klingen, doch ich will es auch nicht zu sehr spoilern. Doch es wird deutlich, dass Major O'Sullivan nicht ganz der ist, für den wir ihn gehalten haben. Cortos Position in diesem Konflikt wird von entsprechenden Taten begleitet und er jagt die gesamte Polizeistation in die Luft. Sozusagen Corto Maltese, der Terrorist. Allerdings tut er es in Verkleidung und als ein gänzlich unbeschriebenes Blatt für diese Leute, weshalb es für ihn also wenig Konsequenzen hat. Nun folgt ein typischer Ausklang einer Corto-Maltese-Geschichte. Sean Finnegan und Corto haben eine längere Unterhaltung über Seans Bruder Pat und Major Sullivan. Anschließend sucht Corto Banshee auf dem Strand auf. Es ist alles so herrlich, melancholisch, nostalgisch und von einem großartigen Gefühl von Weltschmerz beseelt. Hugo Pratt ist hier in seinem Element. Ein Walfischskelett auf dem Strand erinnert Banshee an eine irische Harfe. Eine großartige Metapher von Hugo Pratt. Corto ist von Banshee sehr angetan. Für den Augenblick erscheint sie ihm wohl wie die ideale Frau für ihn. Wehrhaft und nachdenklich zugleich. Doch Banshee ist vergeben. Ihr Herz gehört Irland. Somit ist auch dieser Pfad für Corto verschlossen.
Thank you.